Hallo und herzlich willkommen zurück im zweiten Teil Killzone Mercenary. Und... Ganz genau. Wir machen eigentlich jetzt gerade mal eben alle fertig. Aber ich versuche mal hier lang zu schleichen, denn ich habe diese Stelle nämlich auch schon mal gespielt. Nein, einen Mann auch nicht. Und auf der Karte wird unten links glücklicherweise angezeigt. Wenn, wann und wo Gegner hier sind. Ich dachte, ich hätte da etwas gesehen. Nein, niemand hat was gesehen. Hier drüben ist was. Nein! Ich rücke vor. Niemand ist hier. Ach, leck mich doch. Ich bin nicht. Niemand ist erledigt. Ihr seid scheiße, das seid ihr. Genügend Muni, davon kann ich jetzt auch nicht reden, aber was soll's. ...36 Schuss noch, das reicht ja bestimmt vollkommen. Ah, warte. Aha! Oh, hallo. So, das kommt davon, wenn die mir zu nahe kommen. Ganz schön anstrengend, gleichzeitig zu reden, während man hier alle fertig machen muss. Ja. Ich leg mich hier ins Zeug für euch. Oh. Du mit deiner Shotgun. Komm mir nicht zu nahe. Sonst siehst du, was passiert. Hey Mann, ich hab's geschafft. Ich konnte verhindern, dass die Higgs die ESA töten. Ich komme jetzt zu ihnen. Hier war doch irgendwo eine Kamera, oder? Okay, offenbar doch nicht. Rein hier. Und jetzt, haben wir hier so ein geiles Rätsel. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe eigentlich ganz ehrlich gesagt keine Ahnung. Man muss wohl irgendwie nur so passende Stücke auswählen. Und, das funktioniert dann irgendwie. Ihr seht ja gerade, wie es geht. Ich verstehe es selber nicht komplett, aber solange man halt passende Stücke auswählt und dann irgendwie da in der Mitte auf das Teil drauf drückt, was dazu passt, funktioniert das. Naja, Hauptsache wir kommen durch, ne? Durchqueren Sie den Gerichtssaal. So. Eigentlich, ich glaube wirklich hier durchkommen, ohne entdeckt zu werden, können wir eh nicht. Von daher mache ich mal erstmal die Typen da oben an den Gewehren fertig. Oder warte mal. Okay, gut. Mit der schallgedämpften Pistole hat es nicht geklappt. Und damit kriegt man offenbar sowieso keine Kills mit dem Ding, auf Entfernung zumindest. Oh. Granaten bemerke ich auch höchst selten. So, Hauptsache wir sterben nicht, ne? Ach, warte, da oben ist unser Kumpel. Ha. So, komm. Mach sie fertig mit deinem neu erworbenen MG. Mach dich nützlich. Hallo? Oh. Was ist hier? Mal kurz gucken. Oh. Ich glaube, hier kommt die jetzt auch an. Ne. So. Letztes Mal habe ich mich hier auch Nahkampf durchgeprügelt. Aber das klappt auch erstaunlicherweise immer recht gut. Und wenn das gut klappt, dann habe ich da nichts gegen einzuwenden. Wenn die Gegner schon blöd genug sind und sich abstechen lassen. Ich meine, pff. So, hier, weg.
raus. Erstmal Muni einsammeln. Der Admiral ist hier. Oh. Mist, die Türen sind zu. Hacken Sie sich rein. Hacken? War das alles? Admiral Gray. Sie wollen mich töten? Dann machen Sie schon. Wenn Sie mir alles gesagt haben. Ich rede nicht mit Unverbrechern. Sie halten sich für was Besseres. Mit Ihrem Gequatsche von Freiheit und Opfer. Jetzt sind Sie das Opfer. Ja. Sagen Sie mir, was ich wissen will! Zur Hölle mit Ihnen! Wir haben keine Zeit mehr. Die haben Söldner geschickt, um Sie zu retten. Die ISA ist verzweifelt und kommt zu spät. Leben Sie wohl, Admiral Gray. Naja, leben tut sie nicht mehr, ne? Heilige Scheiße! Ivanov, reden Sie mit mir. Wie ist Admiral Grays Status? Bei Bewusstsein, aber schwer verletzt. Sie braucht sofort einen Sunny. Verstanden. In diesem Stock gibt's einen Aufzug. Fahren Sie damit ins Atrium. Wir evakuieren von vorne. Okay, ich helfe ihr. Sie halten uns die vom Leib. Wir werden sie hier rausholen. Dann los. Ich folge. Du folgst mit der Frau, die gerade einen Kopfschuss kassiert hat und nicht tot ist. Wenn du... Wie du meinst. Wenn... Diese Logik. Naja, was soll's. Komm. Hauptsache, sie lebt, ne? Ich werde dich holen. Nein. So, ab hier habe ich nicht mehr weitergespielt. Das heißt, jetzt ist wirklich blind, obwohl das für einen Shooter, glaube ich, relativ egal ist. Denn wo Feinde sind, kann man sich sowieso meistens denken. Nämlich überall. Oh, warte. Niemand ist tot, außer ihr. Noch jemand? Vorsicht, da sind Hicks im Aufzug. So, machen wir alle fertig. Multikill. Ich fang gar nichts. Doch, warte. Wie komme ich hier raus? Nein. Okay, ich hab doch gefangen. Scheiße. Schade, dass die Granate scharf war. So hätte ich sie noch verwenden können. Wir sind ja alle so geldgeil. Müssen die Munition vom Boden aufheben. Was wir sowieso nie machen würden. Nein, überhaupt nicht. Aber hier geht's ja ums Geld, ne? Wohin? Ach da, okay. Los, wir müssen runter ins Atrium. Jetzt zum Aufzug. Sie blutet sehr stark. Kratik. Dieses Hickschwein würde ich auch umsonst umlegen. Mist. Landungsschiff im Anflug. Die Hicks geben alles, um uns zu stoppen. Sie wollen Admiral Gray wohl nur ungern gehen lassen. Danner, ich nähere mich, bin aber unter starkem Beschuss. Sie müssen die Position halten, bis ich da bin. Schützen Sie den Admiral! Ich bleibe hier bei ihr. Ich muss irgendwie die Blutung stoppen. Wir schützen die Admiral. Halten Sie sie uns vom Hals! Machen wir! So, vor allem, ich glaube, wir sind hier in der, wir sind hier, glaube ich, auf Vecta, in dieser Stadt, die von den Hellgast auch eingenommen würde, also quasi das Szenario, dass auch ein Killzone Shadowfall auf der PS4 sein wird. Ich meine, ein Spiel, das vom Killzone-Entwickler selbst gemacht wurde, kann man ja davon ausgehen, dass es relativ stark in die Killzone-Story eingebunden wird. Na? Der Hallo? Da ist ein Heckpanzer unterwegs zu Ihnen. Schalten Sie ihn aus. Oh.
Panzer gar nicht gut. Wenigstens mit Schützen schon mal einen Headshot gegeben. Oh, nein. Nein. Doch, okay. Ich kann es sehr schlecht unterscheiden, wenn ich sterbe, wenn ich sowieso schon 1% Gesundheit nur noch habe. Naja, man fällt dann auf den Boden, also... So. Komm ich hier... Ah, okay. So komme ich rüber. Kommt nur her, traut euch. Nein, ich nehme gar nichts. So, kaputt machen. Vor allem der Panzerfahrer kriegt das auch nicht mit, steigt nicht aus oder so. Weiteren Sprengsatz platzieren. Ach, hier kommt man natürlich nicht rum, super. So, rauf da. Ja, ich hab's mitbekommen. So. Jawohl! Okay, ich komme rein. Ivanov, bringen Sie Admiral Gray. Verstanden. Los, Admiral. Bringen wir Sie raus hier. Heilung, an Bord! Ruhig, Admiral. Gute Arbeit, meine Herren. Unser Wert ist gerade gestiegen. Geschafft! Hurra! Eine Mission in 2 Parts. Guck mal, das kriegen wir doch hin. Ich hoffe nur, dass die Schärfe der Kamera gut eingestellt war. Ich gucke das gleich gerade nochmal nach. Aber ich glaube, das ging eigentlich in Ordnung. Vor allem während der Szenen, wenn man schießt, ist dann jetzt nicht so viel zu erkennen immer. Aber das Problem haben wohl alle Shooter. Nicht nur auf Mobilkonsolen, aber ich meine, Let's Play ist Let's Play, ne? Ja. Mit dem Server verbinden wird jetzt gerade schwierig. Ich habe hier unten ziemlich schlechten WLAN-Empfang, wo ich aufnehme. Oh, er hat's geschafft? So, ich guck gerade mal nach dem Fokus. Nee, ist eigentlich relativ gut eingestellt. So, machen wir einfach... Warum eigentlich fortfahren? Fortfahren... Obwohl doch, komm, machen wir... Sind wir mal nicht so. Ich will euch die nächste Mission zeigen und dann machen wir Pause. Dann seid ihr nämlich noch heißer drauf, das Spiel weiterzusehen. Jojo. Dank uns ist Admiral Gray am Leben und Kratek hat die Stadt mit eingezogenem Schwanz verlassen. Die Higgs sind auf dem Rückzug. Gray will ihn jetzt richtig einheizen. Die ISA hat einen Kreuzer abgeschossen. Die Higgs wollen ihn reparieren. Die Energie dafür zapfen sie aus dem Stromnetz der gesamten Stadt ab. Sobald er repariert ist, fliegen sie mit ihm gestohlene Waffentechnologie der ISA nach Helgan. Und hier ist das Sahnehäubchen. Auf dem Kreuzer sind die Codes, mit denen Übertragungen innerhalb der Helgast-Flotte verschlüsselt werden. Das Sichern dieser Codes verschafft der ISA einen Vorteil. Sie hacken die Kommunikationsserver für die Codes und versenken den Kreuzer. Ich bringe Sprengstoff an den Munitionslagern an. Sie hacken die Codes. Dann geht's zum Maschinenraum. Diese Operation ist verdeckt. Nur Sie und Ivanov. Der Kreuzer ist schwer bewacht. Sobald die wissen, dass Sie dort sind, wird's heftig. Es wäre am besten, wir dringen dort per Boot ein und arbeiten uns dann durch die Ruinen zum Kreuzer vor. Bei der Evakuierung müssen Sie improvisieren. Diesmal steht viel auf dem Spiel, aber dafür lohnt es sich auch. Das ist es mir wert. So eine Mission mache ich auch gratis. Wenn wir so die Higgs von meinem Planeten vertreiben... Schlechte Geschäftstaktik, würde ich sagen. Früher als Kind war ich oft hier, in die Orte. Mein Onkel war ein Dockarbeiter. Sehen Sie sich jetzt mal um. Diese miesen Higgs-Schweine. Schön langsam.
langsam, Mann, schön langsam. Überall sind Scharfschützen und Wachen. Ja. Und diese Scharfschützen und Wachen machen wir natürlich in der nächsten Folge fertig. Bis dahin gebt eine Bewertung ab. Finger. Das hat keinen Sinn gemacht, aber was soll's? Ist ja eigentlich fast bei allem, was ich mache, so. Nichtsdestotrotz, ne? Wenn es euch Fun gemacht hat, dann wird das wahrscheinlich beim nächsten Part auch so sein. Und ich denke mal, dass sich das jetzt noch mit der Zeit verbessern wird. Vor allem beim Aufnehmen, beim Fokus und so weiter, weil naja, ich hatte jetzt diese Folge in einem Moment das Gefühl, dass es ein bisschen unscharf war, das Bild. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Das kann ich jetzt während der Aufnahme schlecht beurteilen, weil die Kamera hat einen Bildschirm mit einer Auflösung von 2x2 Pixeln und da kannst du nichts erkennen drauf. Aber ich habe es so gut wie es geht eingestellt. Das möchte ich hier nochmal betonen, denn bis auf die Leute, die eine Capture Card für 200-300 € sich für die Vita geholt haben, denke ich mal nicht, dass es irgendwie besser geht als das, was ich hier mache. Und das ist schon mal zumindest beruhigend. Ansonsten will ich gar nicht weiter darüber reden. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und nicht die Bewertung vergessen, auch wenn sie negativ ist. Ja. Ja. Obwohl doch, wenn sie negativ ist, könnt ihr sie ruhig weglassen. Kein Problem. Kein Problem, dann bleibt der Balken schön grün da unten, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.